Ja, hey Leute, jetzt geht's weiter mit Wutruf. Wir sind beim dritten Part und schauen mal, ob wir das hier lesen können. Zur Aufzugsbestätigung hier drücken. Verdammte Leberwurst! Ich musste nur drücken, um das Teil anzuwerfen. Aber jetzt wissen wir ja Bescheid. Also tun wir das einfach mal. Oder so. Ah, hier. Toller Aufzug, ich weiß. So, jetzt sind wir beim Amtsschimmelzentrum. Da haben wir immer diesen Kollegen hier, der Schalterbeamte. Das haut doch dem Fass den Boden ins Gesicht. Das haut doch dem Fass den Boden ins Gesicht. Okay, was anderes kann der wohl im Moment noch nicht sagen. Also gehen wir einfach mal in dieses Restaurant, wo es diese tollen Burger gibt. Wie ihr schon sehen könnt, scheinen sie nicht zu schmecken. So, hier hinten haben wir dann einen Nusshändler. Gehen wir da mal rein. Dieser Händler verkauft nur Nüsse. Nüsse aller Herren Länder und aller Größen. Toll. Und die Auslage eines Nusshändlers haben wir auch noch. Die Bodeneindrück- und Abnutzungssteuer, haben Sie die bezahlt? Genau das ist die richtige Meinung dagegen. Lotto ist Schwindel, gezeichnet FLB. Oh. Und hier haben wir noch den Club der großen Sitten, wo wir aber, glaube ich, noch nicht rein können. Um Clubmitglied zu werden, muss man anständig und würdig gekleidet sein. Und das sind wir anscheinend nicht. Schade eigentlich. Also können wir nach links gehen. Und zwar zum Brotophotonplatz. Was ist ein Brotophoton? Das werdet ihr noch sehen. Nämlich das hier unten, glaube ich. Ja, der jüngsten Serie. Das ist nämlich ein Fotoapparat, den wir aber nicht benutzen können im Moment. Und hier haben wir noch ein Anwerbeplakat. Arbeiten Sie in der Firma Buschnurbel. Garantiert teuflisches Tempo und Klima. Zur Bewerbung schreiben Sie auf Ihrem Tombowzun Tru Bns Po Klapp. Dann schauen wir uns das mal genauer an. Steht das hier? Ja. Wo ist Ru? Wo ist Ru? Was? Bin ich blind? Ja, hier. Oh, ich bin blind. Bins. Po ist hier. Und klapp. Guten Tag, lieber Arbeitskandidat. Sie sind mit dem Rekrutierdienst verbunden. Firma Poschmurgle GmbH. Um Ihre Akte anzulegen, brauche ich die Atemfunktionsbescheinigung, die Sie im Zentrum für bürokratische Amtsschimmelei bekommen. So wie ein einfaches Passbild, wie sie jedes Protophoton macht. Ja, und da wir nichts davon haben, können wir da auch noch nichts weiter machen. Also laufen wir nach rechts. Und ich rede mal mit dem Wettenden. Hey, mein Freund, wenn du reich werden willst, ich habe einen spitzen Tipp. In diesem Laden gibt es einen verborgenen Gang zu einer geheimen Spielhölle, wo man Wetten abschließen kann, die viel einbringen. Oh, was eine interessante Information. So, und dann haben wir hier noch ein Finger aus Morphoplastok. Den wir aber nicht nehmen können, weil dieser Wauwau-Piep-Boutiquenbesitzer uns ja dann sieht. Kann man mit ihm eigentlich reden? Nö. Hier würde es zum Obersackplatz gehen, da brauchen wir noch nicht hin, da brauchen wir jetzt auch noch nicht hin, also gehen wir mal rechts rein. Und machen Folgendes. Wir werden nämlich die Mutter benutzen, um dieses Laufrad zum Stillstand zu bewegen. Yeah. Und was bedeutet das so richtig? Da draußen hat sich etwas verändert. Der Ventilator ist aus und die Haare sind unten und er bewegt sich nicht von der Stelle. Also können wir jetzt diesen Finger hier nehmen. Und er bleibt einfach sitzen. Ist das nicht toll? Er ist einfach zufrieden und glücklich. Genauso soll es sein.
So, was wir hier noch so alles haben, ist zum Beispiel ein Bild einer nackten Frau und Karl-Heinz, der Papagei. Reden wir einfach mal mit diesem Papagei. Hey Vogel, könntest du mir ein wenig Aufmerksamkeit schenken? Anscheinend kann das nicht. Also benutzen wir unseren wunderschönen Pinsel und malen ihr Kleidung an. Und nun können wir mit ihm reden. Hallo, mein Freund! Wie bist du hier gestrandet? Früher war ich Portier beim Club der guten Sitten, aber ich wurde ge Was ist dieser Club der guten Sitten? Was passiert dort? Sie haben keine Chance, dort hineinzukommen, in der Kleidung. Es ist eine Vereinigung, die über Anstand und Moral wacht. Ihre tägliche Arbeit besteht darin, Werke und Verhaltensweisen zu zensieren, vor allem von Butzugs. Ja, und wie ihr schon gehört habt, er war mal Mitglied beim Club der guten Sitten, aber durch seine Federn, die er halt nicht hat, darf er nicht mehr sein. Was wir da machen können, wir haben ja Federn, wir geben ihnen einfach neue. Und schon sind wir ihn los. Und laufen nicht nach links, warum er auch immer dann nach links läuft. Ja, was war hier noch? Hatten wir hier schon, konnten wir irgendwas machen? Nee, ich glaube, hier konnten wir noch nichts machen. Also gehen wir weiter. Bis hier nach ganz hinten. So. Und was wir hier machen können, ist folgendes. Hier ist irgendwo, hier ein Schalter. Und der Laserstrahl geht irgendwo nach oben. Und wir müssen dieses Teil und dieses Teil so bewegen. So ein bisschen hier so. Damit das dann besser funktioniert. Da ist der Schalter. Das war schon fast richtig. Versuchen wir es mal so. Ah, aber noch nicht ganz. So vielleicht. Oder das hier nochmal so. Das könnte jetzt aber gleich hinhauen. Und das war richtig. Und da haben wir eine dicke Nase, wo wir jetzt ganz schnell diesen Finger reinstecken müssen. Öffnet sich ja eine Tür also rein. Oh, wie finster es hier drinnen ist. Oh yeah. Und jetzt sind wir im Wettraum. Ja, was kann man hier machen? Man kann die Spielbrüder mal anklicken. Die Champions konzentrieren sich vor der Schlacht. Oh yeah. Und dann kann man hier unten noch mit diesem Buchmacher reden, der eine sehr tolle Stimme hat. Man kann Strohl gewinnen, indem man auf Rot oder Schwarz setzt. Einfach toll. Das Problem ist allerdings, dass ich noch keine Strudel habe. Strudel ist nämlich die Währung in diesem Spiel. Also reden wir mal mit den Servierern. Und hier gibt es einfach nur Glas. Ein Glas Wasser. Und reden wir mal mit dem Champion. Weil da kann man auch noch eine kleine witzige Animation machen, die ich euch mal kurz noch zeigen möchte. Es ist ein hartes Geschäft. Man ist gezwungen, Dope zu nehmen. Möchtest du? Mein Stiefvater hat mich vor diesem unheilvollen Zeug gewarnt. Ja, er nimmt wahrscheinlich Dope und so, aber das wollen wir eigentlich nicht, aber wir holen uns einfach nochmal ein Glas Wasser und dann passiert Folgendes. Nämlich gar nichts. Ja, jetzt weiß ich auch erst wieder, was ich noch vergessen habe. Ich muss nämlich noch ein zweites Mal mit ihm reden. Ach schon, kannst wenigstens probieren. Los, es kostet ja nicht. Nein, hör schon auf! Und nochmal. Mach schon, eine kleine Pille. Und du kommst voll in Fahrt, voll Power. Jetzt gehen Sie mir aber auf die Nerven, es reicht! Und jetzt holen wir uns einfach ein Glas Wasser. Denn dann passiert Folgendes, was richtig, richtig witzig ist, so, ne? Ja, Leute, seid gewarnt, nehmt keine Drogen, denn sonst passiert das mit euch. Also gehen wir weiter zum Freudenviertel.
weil wir erstmal hier nichts weitermachen können, da wir ja noch kein Geld haben. Also geht's weiter. So, hier ist das berühmte Freudenviertel, in das so viele junge Butzuk kommen, um ihre mageren Einkünfte zu verplempern, in der Hoffnung, ihren tristen Alltag zu vergessen. Könnte vielleicht ein paar Strudel und zwei, drei Infos auftun. Dieser alte Fuchs von Azimut könnte den Schnibbel dort versteckt haben. Ja, was auch immer der Schnibbel wohl sein mag. Hier wird es übrigens zur Schluckspechtbar wieder gehen. Das zeige ich euch mal kurz. Das ist nämlich eine kleine Abkürzung, um wieder hier zu sein. Und jetzt können wir auch immer wieder hin und zurück gehen. Vorher konnten wir nämlich da noch nicht rein. So, hier haben wir immer eine Kanone oder ein Fahrzeug, was im Weg ist. Ein Fahrzeug versperrt den Weg. Das muss der Ausgang der Stadt sein. Oh yeah. So, dann haben wir hier noch einen Kinosaal. Es wird Schwarzenegger, Exterminator der Butzuk gespielt, ein Kultfilm. Oh yeah. So, und bevor wir mit der furchtbar geschminkten Butzuk-Vibe reden, schauen wir uns mal diesen Flip-Automat an, wo einfach nur bunte Kugeln drauf zu sehen sind. Und wir spielen einfach mal ein paar Runden. Na toll, der arme Automat. Aber wir haben einen Strudel bekommen. Und somit haben wir auch einmal Geld. Und mit Geld können wir auch an diesen Automat gehen. Und immer wenn man nur noch einen hat, dann gewinnst du hier automatisch immer. Das seht ihr jetzt. Und schon haben wir 4. Ja, und die braucht man ab und zu mal hier und da. Deswegen ist ganz gut, dass wir jetzt 4 haben. Dann reden wir mal mit dem Butzuk-Vibe. Ach, meine Dame! Sie müssen eine Menge Leute hier vorbeikommen sehen! Ah, ja, ja, hey, dich kenne ich doch. Du bist Woodruff, der Adoptivsohn von Azimut. Du hast auf meinen Knien geritten, als du klein warst. Was bist du nur gewachsen, Mann, ey! Noch so eine Idee von Azimut. Ach ja, er hat mir etwas für dich gegeben. Ja. Oh, hey, was bist du nur so ungeschickt? Du hast den Steinfisch zerbrochen. Na toll. Oh, es heißt auf einmal die alte Schachtel. Kommt es, dass Sie Azimut kennen? Waren Sie einer seiner Freunde? Ja, ja, habe ihn beim Butzuk-Tempel getroffen. Er ging zu den Weisen oder zum Sultan. Ich war die Sekretärin des Sultans. Du kannst ihn besuchen gehen. Er wird sich darüber freuen, den Sohn Azimuts kennenzulernen. Hier ist der Geheimcode für den Thronsaal. Zick, Sto, Bru, Platz. Ja, das brauchen wir aber erst viel später. Erzählen Sie mir ein bisschen über die Butzuk-Weisen. Tja, ich musste mein Amt aufgeben, als die Welle des Vergessens die Weisen erfasst hat. Kurz nach der Machtübernahme durch den Obersack. Ab dann ging alles drunter und drüber. Die Weisen vergaßen, zum Rat zu kommen. Sie vergaßen sogar Teile ihrer Fähigkeiten. Der König war ohne die brillanten Eingebungen seiner Berater machtlos. Er musste mich entlassen. Oh. Ah, ich verstehe. Das hat also zu Azimuts berühmtem Vortrag geführt. Ja, danach hielt der Sultan eine Rede an unser Volk, die voller Hoffnung war. Da der Schnibbel kommen würde, um uns zu retten. Aber ich glaube, dass das noch lange dauern wird. Denn Azimut ist verschwunden. Und der Schnibbel weiß, wie brutal die Obersackgegner verfolgt werden. Hoffe, du findest ihn schnell. Kommt es, dass Sie Azimut kennen? War... Okay, das hatten wir schon. Gut, dass ich das wegklicken konnte. Und dann kann man hier rechts weitergehen zum Turm der virtuellen Reise. Ja, da hatten wir vorhin, wenn wir links lang gegangen wären, wären wir auch hier hingekommen. Nur halt von der anderen Seite denn. Und hier sieht es so toll aus. Und hier ist ein Stein im Weg, ein Meteorit, den wir anklicken können. Und schon ist er weg.
Ja, und da geht's auch wieder zum Brotophotonplatz. Hier könnte man für Geld mit diesem Trickspieler ein Spiel spielen. Jeder Marktschreier! Was für ein Spiel wird hier gespielt? Gib mir einen Strul und einen Becher. Ist das Auge drunter, kriegst du 3 Strul. Dann spielen wir doch mal eine Runde. Wo ist es? Links, rechts, Mitte, nehmen wir rechts. Oh. Ja, hier unten haben wir ein gewisser jemand, der da feststeckt und deswegen kommen wir auch nicht weiter, wenn ich mich nicht irre. Er steckt im Fahrstuhl fest! Ja, und deswegen gehen wir einfach mal wieder zum Protophotonplatz. Weil wir ihm nicht helfen können, yay! So, und als nächstes müssten wir dann erstmal zum Obersackplatz. Das werden wir aber erst beim nächsten Mal machen. Also würde ich sagen, ich hoffe, der dritte Part hat euch auch gefallen. Und wir sehen uns dann beim vierten. Also macht's gut, bis dann. Und das war euer Ben, also haut rein!